Thema Anton Zeilinger, der Nobelpreis und was die neuen quantenphysikalischen Erkenntnisse für uns als religiöse, neuspirituelle oder metaphysische Menschen bedeuten kann. Wobei die große Frage die ist, ob ein materialistisches Weltbild überhaupt ausreicht. Das ist heute das generelle Paradigma, dass das da oben eine Maschine ist und die müssen wir nur verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Die Frage ist, ist alles materiell verstehbar oder gibt es so etwas wie eine Welt des Geistigen? Ist es eine Funktion des Materiellen, also durch die Funktion des Materiellen verstehbar oder eben nicht ganz? Genau, da bin ich der zweiten Meinung. Der Kern dieser quantentheoretischen Erkenntnisse ist eigentlich, dass die Lichtgeschwindigkeit doch überschritten werden kann. Ich habe es ja auch nicht geglaubt. Auch für mich war die Lichtgeschwindigkeit eine absolute Grenze. Also es besagt ja die Formel E ist gleich m mal c Quadrat von Einstein schon, dass es eigentlich keine Materie geben kann, die Lichtgeschwindigkeit annehmen kann. Man sieht in der Formel auf der einen Seite schon m mal c Quadrat, also c ist die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, 300.000 Meter pro Sekunde und das noch zum Quadrat. Auf der anderen Seite der Formel steht die Energie. Also wenn man dafür m eine Masse eingibt, sieht man, wie viel Energie man braucht, um vielleicht die halbe Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Nicht umsonst ist ja an das CERN, dieser Ringbeschleuniger, unterhalb kann man sagen, der Schweiz und Frankreich gleich zwei Kraftwerke angeschlossen und zwar um nur Nano- oder Subnano kleine Teilchen da auf Geschwindigkeit zu bringen. Also es hat wirklich danach ausgesehen, als wäre die Lichtgeschwindigkeit eine absolute Grenze. Das Photon, was ja im Lichtstrahl, in der Lichtwelle vorkommt, hat ja null Masse, besteht ja eigentlich nur aus einem Spin. Und doch ist es so, Anton Zeilinger hat es gezeigt, da gibt es etwas, das die Lichtgeschwindigkeit übersteigt. Für uns als metaphysische Menschen ist das ein Hinweis auf den, ja, wie Christen sagen, der Geist, ne? Ein Nervenkostüm im gesamten Kosmos, wo halt, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, Prana hat es geheißen, ne? Prana oder Prana bei den alten Griechen und im Neuplatonismus, also oder Äther später dann, ja, also irgendwelche Vorgänge, die da kosmisch ablaufen, wo einzelne Empfänger, würde ich einmal sagen, also wir mit unserem Gehirn, da mit dem Universum verknüpft sind. Das war die ursprüngliche Idee, die wohl auch auf Erfahrung fußt, wie wir zum Beispiel bei den Gnostikern gesehen haben. Aber anyway, was hat der Anton Zeilinger da vollbracht? Was hat er da herausgefunden, was uns jetzt in diese Richtung weiter denken und glauben lässt? Es ist ein Experiment gewesen, das in Wien durchgeführt wurde. Wir haben in Wien einen kleinen Atomreaktor der Universität Wien, also für physikalische Versuche und Ausbildungszwecke am Donaukanal, zwischen Donaukanal und Wiener Prater. Und da hat der Zeilinger eine Apparatur installiert über den Donaukanal, nämlich einen Sender eines Teilchens und einen Empfänger. Und da sollte mit hoher Energie ein Teilchen durchgeschickt werden. Das Besondere ist, dass auf halbem Weg der Strecke ein Tubus installiert wurde, also wie ein Trichter. Und da wurde und die Ausgangsöffnung des Trichters ist kleiner als das Teilchen in seinem Durchmesser misst. Das heißt, mit hoher Geschwindigkeit in den Trichter hinein, was passiert mit dem Teilchen? Zerreißt es, wird das Teilchen zerrissen, bleibt es stecken, was passiert? Auf jeden Fall wurde bei dem Versuch gemessen, dass auf der anderen Seite des
also der Empfänger hat festgestellt, dass da wirklich was durchgekommen ist und sogar schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Also Messfehler kann es immer geben, sind so kleine, feine Bereiche, da kann ein Messinstrument Unmengen anrichten, aber es sieht wirklich danach aus, als wäre da etwas von dem Teilchen durchgegangen und das sogar noch schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Das ist eine unglaubliche Sache und das Ding ist nun folgendes, es ist so zu interpretieren. Es ist nicht wirklich das Teilchen durch diese kleine Öffnung des Trichters durchgegangen, sondern es ist nur eine Art Information durchgegangen. Das heißt, der Empfänger in dieser Apparatur hat vermeldet, dass was angekommen ist. Ja. Und man könnte sagen, eine geistige Sache. Also im kleinen Bereich entmaterialisieren sich die Dinge und es kommt dann nur noch Information durch. Und ganz ähnlich wird da verglichen, diese, was der Einstein ja schon beobachtet hat, diese spukhafte Fernwirkung der verschränkten Photonen. Das heißt, man misst ein Photon und bekommt gar nicht die Eigenschaften, also die Informationen dieses Photons, sondern eines Photons, was weit entfernt ist, und zwar sofort. Und dieses Photon, das zweite, von dem die Eigenschaften da aufgrund irgendeiner spukhaften Verschränkung eben gelesen werden kann, kann sich auch theoretisch am Ende des Universums befinden. Also da ist auch irgendetwas, Information, schneller als Licht, ja. Es hat ja dann auch keine Masse, kann wirklich schneller sein als Licht, so die Beobachtung halt. Und das lässt uns natürlich, der Zeilinger sagt auch, man kann nicht alles materiell erklären. Es schaut alles danach aus, als könnte man die Welt nicht rein materialistisch erklären. Also da braucht es schon auch was, ja, Spirituelles, ja, etwas Spirituelles. Also der Kontakt des Einzelnen, ja, mit dem Kosmos, muss man sagen, metaphysisch. Das heißt, auch die Physik bemüht sich ja um kosmische Gesetze, also die Grundgesetze der Physik sind durchaus kosmische Gesetze, dass die Elektrodynamik, die Wellen Theorie und das Planckische Wirkungsquantum, Gravitation wirkt ja überall im Universum, also davon muss man ausgehen. Man sieht ja auch schon ziemlich weit hinein mit Teleskopen. Überall scheinen diese Gesetze zu wirken und genauso ist es mit der Information. Ja? Also Inspiration, Information möchte ich da jetzt dann nur anschließen und die Spiritualität nicht zu gering zu halten, sondern davon ausgehen, dass das wirklich etwas ist, was funktionieren kann, dass es Strukturen im Universum geben kann, die Information transportieren, wie es aussieht, nicht von Gehirn zu Gehirn, also telepathisch, aber sehr wohl metaphysisch. Telepathisch ist da in Wirklichkeit nichts zu beobachten. Es sind dann Effekte, die vielleicht eben ja, über die Sinne wahrgenommen werden. Also wenn ich eine Person sehe, wie sie sich verhält und wie sie guckt und so weiter, da kann man einiges ablesen. Aber Telepathie an sich, das schließe ich eigentlich nahezu aus. Aber nicht die Verbindung unseres Geistes eben mit dem Weltgeist, mit dem lebendigen Universum, mit der Materie, mit der beseelten oder ja, mit der beseelten Materie, die auch Geist in sich trägt und schöpferisch tätig ist. Und dazu möchte ich dann gleich jetzt vorweg schicken ein weiteres Video und zwar auch eine neue Theorie, diesmal auf meinem Mist gewachsen, und zwar die Wiege des Lebens. Denn meinen Beobachtungen zufolge ist die Evolution eben ein automatisierter Prozess, der für Entwicklung, Weiterentwicklung sorgt. Aber die Prozesse in der Weltgeschichte nicht alleine
dadurch erklärt werden können, weshalb ich eine neue integrale Formel formuliert habe, nämlich die Wiege des Lebens als ein Inspiration, also oder Schöpfung. Schöpfung plus Evolution ist ein Ganzes, ist ein Integral. Und dazu gleich das nächste Video, wie das ist mit der Wiege des Lebens und der Evolution, wie sie zusammenarbeiten, woran wir das ermessen und erkennen können. Aber ich glaube nicht, dass die Welt nur rein materialistisch verstehbar ist.